Der! Let's plunder! Da sind wir wieder. Und weiter geht's. Hier, Kumpel, du verrätst mich doch nicht, oder? Nein. Ich möchte... Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Vorflixt. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Ist denn keiner nüchtern? Ach, verdammt! Das war nicht gut. So, und ich weiß nicht, warum er schon wieder keine Waffen zieht. Verdammt, hier funktioniert nichts, wie es soll. Jetzt zieht er seine Scheiße. Jetzt will ich, dass du die Pistolen ziehst, du Spacken. Was machst du? Meine Herren, das ist so nervig. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Moment. Das geht mir auf die Nerven. Nachladen, bla 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 bla. Steuerung. Wie ziehe ich meine scheiß Waffen? Ich vergesse es jedes Mal wieder. Versteckte Klingen? Okay. Okay, ich habe anscheinend die falsche Nummer gedrückt. Meine Güte! Ich muss immer noch den Schlüsselträger aufspüren. Der sieht mich zumindest schon mal ein bisschen nicht mehr, der Typ da oben. Da ist der Schlüsselträger, immerhin. Ah, weltbester Assassine. Glaub's ja nicht. Good King Phil should look to his men's provision if he wants to keep his lands. Da wird immer noch nach mir gesucht. So, jetzt aus irgendeinem Grund kann ich ihn nicht sneak attacken hier. Nein, du sollst da nicht raus. Ich werde noch bekloppt hier. Aber der ist auch ständig auf der Wacht da oben. Mist, das haben die natürlich mitgekriegt. Ich dachte, das wäre so lautlos, dass sie es vielleicht nicht mitkriegen, aber... Mist, jetzt haut er natürlich... Ich hab dich im Auge! Keine Chance, Mann! Ja, so super stelle ich mich nicht an. Ich muss auch zugeben, es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich gelobe jetzt Besserung und nehme mir vor, regelmäßiger aufzunehmen, damit ich nicht alles wieder immer verlerne, was ich einmal gelernt habe. Warum? Du konntest es mir doch gar nicht sehen, ich war hinter dem scheiß Haus. Du cheatest doch, du hast auch Wallhack.
Ja, er sieht mich sofort. Das funktioniert doch nicht so. So, der Alarm ist schon ausgelöst worden, also die wissen ja schon Bescheid. Jetzt ist mir auch egal, jetzt schieße ich die halt tot. So. Oh, jetzt habe ich keine Kugeln mehr. Ich mache hier ein super... Warum mache ich hier überhaupt noch ein Schleichspiel raus? Ich bringe einfach alle Leute um, die hier sind. Dann kann ich hier auch in Ruhe mich umgucken. Kann ich auch gleich noch die ganzen Sklaven hier befreien, dann bin ich sogar noch ein Held. So. Jetzt kraxel ich hier nochmal rauf und klaue denen ihre... ihre Kugeln. Ach, sie sind schon weg. Dann eben nicht. Hier funktioniert nichts, wie es soll. Was führt ihr hier für eine Plantage, bitte? Was hast du gesagt? Du sollst... Was machst du denn? Nichts, gar nichts funktioniert hier, wie es soll. Mann. Das ist ein Saubetrieb hier. So, jetzt habe ich zumindest wieder Kugeln. Laden wir einmal unsere Waffen nach. Und nein, nicht wieder sofort rauf. Was tust du denn? Du sollst zum Lagerhaus. So, das sabotieren wir trotzdem nochmal eben, nur was geht. Mann. So. Mittlerweile ist mir auch egal hier. Jetzt wird nicht mehr geschlichen. Na, guck mal, immerhin. Wie heimlich ich bin, oder? Nochmal umgucken. Hat keiner mitgekriegt. Weiß keiner Bescheid. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Hat super funktioniert. Weiter geht's. Meine Güte. So, erstmal aus dem Sperrgebiet raus. So. Jetzt kann mir nämlich keiner mehr was. Wie sieht's aus? So, da sollen wir unsere Beute verkaufen, haben sie gesagt. Dann wollen wir doch mal. So, hier ist ein Boot. Segel setzen, Bewegung! Rahmsegel nieder! Stopp! Rahm! Mastsegel! Setzt alle Segel, die wir haben! Habe ich hier eigentlich... Rahmsegel! Hier war ich noch nicht an dem Aussichtspunkt, ne?
und der ist in keinem Sperrgebiet, dann glaube ich, ich kletter da noch schnell auf den Aussichtspunkt drauf. Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Damit ich wieder so ein Schnellreiseding habe. Ich weiß nicht, ob das hier freigeschaltet wurde. Nur für den Fall mache ich das mal. Gut, der Aussichtspunkt ist natürlich doch in einem Sperrgebiet, wie es aussieht, aber ist mir jetzt gerade auch... damit muss ich dann mal leben. Wo ist er denn? Ah, ich sehe ihn schon. Hör auf, den Felsen hoch zu rennen. Da ist er. So. Aber fall nicht in den Schornstein, sonst ist alles aus. Kleine weiße Möwe. So, zack. Dann kann ich auch noch schnell die Truhe da unten mir holen. Wo hier schon eine angezeigt wird. Du sollst nicht... Ich geb's auf. Ich nehme einfach zur Kenntnis, dass er halt immer mal ständig irgendwo meine Wand hochrennen zu müssen. So, warte. Und jetzt sehe ich noch den Shanty hier. Oh, da hat mich wer gesehen. Na, komm. Warum? Ich hatte meine Waffen gezogen. Er hat so weiß geflackert, dass ich... Was das Zeichen ist, du kannst ihn jetzt assassinieren. Warum hat er ihn nicht assassiniert? Das nervt mich doch. Ich verstehe es nicht. Also... Gerade nervt mich die Steuerung von diesem Spiel schon ein klein bisschen an. So, zumindest den Shanty will ich noch haben. Ich hole ihn mir. Zack. Zumindest eine Sache klappt auf Anhieb. Aua. The Rio Grande. Okay. Dann würde ich sagen, ich... Fahrt aufnehmen. Genau, das mach mal. An die Stagen, fang den Wind. Ich mache mich hier auf den Weg zurück zu... Wo auch immer. Hat er mir gesagt, was mein jetziges Missionsziel ist? Wo das ist? Nö, einfach da ist ein unbekannter Ort. Naja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir unsere Beute verkaufen und unseren nächsten Auftrag in Empfang nehmen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Winne. Tschüss.